zu ganz, ganz früher Stunde am Donnerstagmorgen. Servus und herzlich willkommen zu unserer digitalen Pressekonferenz vor dem 5. Spieltag, der uns nach Asbach führen wird. Denn dort steht das nächste Spiel der Schanzer am Samstag um 14 Uhr gegen den VfB 2 an. Und mit dabei ist natürlich auch Sabrina Wittmann, die uns mal dahingehend mitnimmt, wie die Jungs denn aus der Länderspielpause zurückgekommen sind. Ja, guten Morgen auch von mir. Also eigentlich der ein oder andere war ein bisschen angeschlagen, auch letzte Woche schon. Das heißt, wir hatten mit Oggi und mit Jello 2, die erst Mitte der Woche zurückgekommen sind, aber nur jetzt aus gesundheitlichen Gründen einfach jetzt wieder voll fit sind. Und leider hatten wir dann auch zwei Verletzungen die Woche. Das heißt, einmal mit Paco, der sich leider an der Hand verletzt hat, und ja, Moritz leider etwas schlimmer. Das heißt, beide werden fürs Wochenende auch kein Thema sein. Alles klar. Dann wünscht man den beiden natürlich auf dem Wege nochmal von Herzen gute Besserung und schnelle Genesung. Blicken aber dann auch schon direkt zu euch und gehen davon aus, dass ihr schon Fragen für uns vorbereitet habt. Oder ist es doch noch ein bisschen zu früh für Fragen? Scheut euch nicht, die Hand zu heben. Ferry Eifert vom Funkhaus Ingolstadt startet. Bitte schön. Jawohl. Hört man mich? Ja, man hört dich gut. Das ist schon mal gut. Der Hoppe hatte ja eine lange VfB-Vergangenheit und kam im Sommer aus Stuttgart, hat in der Liga aber noch keine Rolle gespielt, nur im Toto-Pokal. Darf er sich jetzt gegen seine Ex-Verein Hoffnung machen? Eine Hoffnung darf er sich grundsätzlich immer machen. Das hat nichts mit seinem Ex-Verein zu tun, oder nicht? Klar, Mathis hat eine lange VfB-Vergangenheit. Er kennt dort wahrscheinlich jeden Stein. Er kennt auch relativ viele Spiele, die dort jetzt auch noch sind. Und wir werden sehen, wer dann am Wochenende tatsächlich aufläuft. Und noch eine Frage, noch zusätzlich, wie verfolgen Sie Länderspiele wie jetzt in den letzten Tagen? Können Sie da auch mal mental abschalten und nur Fan sein? Oder bleiben Sie dann auch Trainerin und tüfteln gedanklich mit? Ja, jetzt bei den Länderspielen war es jetzt nicht so, dass, wenn ich sie geguckt habe, irgendwie rumgetüftelt habe, dass wir in der Länderspielpause für uns natürlich so ein bisschen rumgetüftelt haben, das war klar. Wir haben die Pause auch für uns genutzt, um einfach ja zu gucken, wie der Prozess abläuft, welche Dinge wir bis dato gut machen, welche wir noch nicht gut machen, wo wir noch Verbesserungspotenzial haben. Das war natürlich, da kam die Länderspielpause an sich natürlich immer optimal, weil das immer so ein kurzer Stand ist, den man für sich selbst nochmal hat und auch ein bisschen mehr Zeit als jetzt in der Liga-Woche. Aber ich versuche dann schon, die Länderspiele so zu genießen, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit an unser Spiel denke. Ja, vorerst mal vielen Dank. Danke dir, Ferry. Dann blicken wir doch mal zur Neuburger Rundschau und Roland Geier, bitteschön. Morgen, Sabrina, VfB Stuttgart hat eine sehr junge Mannschaft. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, das stimmt. Ich habe unter der Woche natürlich auch in der Gegneranalyse viele von den Jungs, gegen die habe ich die letzten 3 Jahre tatsächlich auch gespielt, also auch einige letztes Jahr. Eine sehr spielerische Mannschaft, eine Mannschaft, die auch sehr mutigen Ballbesitz spielt, die auch sehr hoch attackieren. Das heißt, wir werden auf eine Truppe treffen, die uns schon auch in Sachen Intensität vieles abverlangen wird. Auch trotzdem, vor allem die erste Linie, die spielen sie wirklich richtig gut aus. Also schon auch eine große Aufgabe, die da erwartet. Danke dir, Roli. Jetzt habe ich gesehen, Florian Wittmann ist wieder zurück und würde gleich die nächste Frage stellen für den Donaukurier. Man hört dich leider noch nicht. Jetzt das Mikro nochmal anmachen. Jetzt müsste es gehen. Jetzt geht's ja. Jetzt, guten Morgen. Sorry für die kleine Verspätung, gab technische Probleme. Personal wurde wahrscheinlich schon abgehandelt, nehme ich an. Mhm. Alles klar. Soll ich es nochmal wiederholen? Ja, wenn es magst, gerne. Ich habe gesagt, dass Paco und Moritz Seifert leider nicht zur Verfügung stehen werden. Okay. Eine Nachfrage zum Personal. Da hat sich ja was getan in der Sommerpause, hätte ich schon fast gesagt, Länderspielpause, mit der Verpflichtung von Max Besuschkow. War das schon länger geplant, dass ihr auf der Position noch was macht, oder war das einer dieser Fälle, wo du schon mal sagtest, wenn es passt, dann könnte das sein, dass wir da nochmal zuschlagen?
Ja, wir haben uns im Hintergrund natürlich schon von Beginn an immer wieder mit verschiedenen Personalien beschäftigt, unter anderem auch mit Max. Also Max ist jetzt nicht erst am letzten Spieltag irgendwie aufgeploppt und die haben dann nochmal zugeschlagen, sondern wir haben uns natürlich, was ich auch im Vorfeld gesagt habe, wir möchten, wenn wir einen Spieler verpflichten, menschlich wie sportlich uns einfach, also menschlich jemanden hinzuholen, der passt, und sportlich aber auch nochmal verbessern und eine andere Komponente hinzu. Und es war uns schon über eine Weile bekannt, dass Max uns das geben könnte. Und ja, das ist dann am letzten Tag, in der letzten Stunde, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir noch Zeit gehabt hätten. Also, 2 Stunden hätten wir noch gehabt. Ein bisschen mehr dazu sagen können. Ja. Klar, es war auch ein bisschen aufregend gewesen, aber wir freuen uns alle, dass es schlussendlich geklappt hat. Und ja, jetzt gilt es ihnen, so schnell wie möglich zu integrieren, was wir jetzt im Trainerteam versuchen. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs ihn auch schon super aufgenommen haben und er ja auch schon sehr gut connected hier ist, den einen oder anderen kennt er. Mit Funke ist er tatsächlich beim VfB Stuttgart deutscher Meister in U17 geworden. Das haben wir die Woche auch nochmal kurz diskutiert. Passt er ganz gut zum Ligaspiel am Wochenende. Nein, aber also er passt gut rein. Er bringt uns natürlich sportlich nochmal eine Komponente mit, beziehungsweise auch viel Erfahrung auf der Position, die uns ja, die uns unter der Woche, aber auch hoffentlich am Wochenende nochmal ein Stück besser machen wird. Dazu vielleicht gleich eine Nachfrage, weil du die Integration von Max schon angesprochen hast. Also er kommt ja jetzt auch nicht, ich sag mal, von der Couch runter hier nach Ingolstadt. Also er wird auf jeden Fall mit nach Stuttgart fahren und ist Teil des Kaders und vielleicht sogar der Startelf. Also da ich den Jungs den Kader erst morgen bekannt gebe, wäre es jetzt ein bisschen unfair, wenn ich das hier auf der Pressekonferenz tun würde. Ja, also er kann auf jeden Fall in den Kader rutschen, ja, das ist richtig. Legst du noch eine nach? Ja, wenn gerade niemand noch eine hat, dann würde ich noch mal. Also Stand jetzt hebt keiner die Hand, dann darfst du gerne noch mal. Ja, auch natürlich mit dem Vorschub, falls die Frage vorher nicht gestellt worden ist. Hattest du, oder wie ist es für einen Trainer in so einer Länderspielpause? Ist man im Kopf schon auf jeden Fall beim nächsten Spiel oder hat man auch mal Zeit, abzuschalten vom alltäglichen Trainerstress oder Trainerjob und ja, was anderes zu machen, auf gut Deutsch gesagt. Ja, also ich glaube, das ist so eine Länderspielpause. Wir haben ja auch nochmal 2 Testspiele gespielt, jetzt kurz, also ein Testspiel, ein Toto-Pokalspiel, nicht 2 Testspiele, die jetzt nicht zum Liga-Alltag gehört haben, sondern wo wir uns natürlich auch jetzt auf Würzburg hatten wir weniger Zeit, uns vorzubereiten. Auf Wacker Tirol haben wir dann auch viele Talente nochmal mit reingebracht, die wir auch unter Wettkampfbedingungen nochmal sehen wollten. Das heißt, wir hatten dann auch noch einen Tag Zeit, um diese 2 Spiele nachzubereiten. Wir haben dann Würzburg in der Nacht noch vorbereitet, also nachbereitet, um mit den Jungs, die da gespielt haben, die Sachen nochmal durchzugehen. Und dann ist die Länderspielpause immer eine super, das habe ich vorher schon gesagt, eine super Situation, einfach nochmal ein bisschen zu gucken, wo stehen wir eigentlich? Also was machen wir gut? Was ist in dem Prozess, den wir mal ansprechen? Was funktioniert noch nicht? Und damit haben wir uns am meisten beschäftigt. Und klar, ich meine, die Jungs, die sich vor allem um die Gegneranalyse und die ja die Videos kümmern, die hatten natürlich alles im Vorfeld schon geschnitten, so dass wir uns da vielleicht auch so ein bisschen Bezug aufs nächste Wochenende nehmen konnten. Aber also VfB war für uns jetzt vor allem ab der Woche erst Thema und alles davor war ganz viel auch mit sich selbst und mit dem Spiel beschäftigen. Aber klar, man hat sich auch gerne mal einen Tag Zeit genommen, um was über was anderes als über Fußball nachzudenken. Aber jetzt sind wir alle wieder voll im Thema oder zurück im Alltag, kann man sagen. Wenn man sich das Torverhältnis anschaut, das FC momentan hat, also 7 geschossene Tore sind der Topwert in der Liga, 7 geschluckte Gegentreffer ist jetzt eher noch kein Spitzenwert, logischerweise. Gibt es für diese Tatsache, dass man vorne einen Topwert hat und hinten eher noch Ausbaupotenzial hat, gibt es da diesen einen Grund? Ist es dem System geschuldet oder wie kann man es festmachen? Nee, es war auf jeden Fall ein Thema, also vor allem auch die Gegentore. Wir haben uns angeguckt, wie entstehen sie? Gibt es da Muster, die bei uns wiederzufinden sind? Die haben wir für uns festgemacht, haben jetzt nichts Systematisches. Ich glaube, da funktionieren relativ viele Dinge ganz gut, aber haben dann versucht,
für uns auch so Schwerpunkte rauszupicken, die wir jetzt auch im Training schon angegangen sind oder auch in individuellen Analysen oder in der großen Analyse. Und was natürlich aber auch eine erfreuliche Erkenntnis war, ist, dass wir, also trotzdem haben wir geguckt, 7 Tore stehen mal da, aber es waren trotzdem auch viele, viele Möglichkeiten, wo wir hätten noch mehr Torchancen kreieren können. Und auch da haben wir uns dahinter gesetzt. Das Erfreuliche ist, dass wir vor allem in dem Offensivbereich, glaube ich, jetzt nicht nur einen Torschützen haben, der uns Torgefahr ausstrahlen kann, sondern dass wir viele Spiele haben. Das war, glaube ich, auch eine sehr schöne Erkenntnis aus der Länderspielpause. Aber ja, klar, es gibt Dinge, die wir aufarbeiten müssen, und dass 7 Tore zu viel sind, das ist kein Geheimnis. Danke. Danke dir. Dann Ferry Eifert, du hast irgendwie gemeint gehabt, du hast vielleicht noch mal was. Bist du trotzdem wunschlos glücklich? Sonst wärst du noch mal kurz in der Reihe. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Wünsche euch noch einen schönen verbleibenden Donnerstag. Vielleicht sehen wir uns in Asbach. Ansonsten nächste Woche wieder. Macht's es gut an der Stelle. Ciao und Servus. Mhm.